Zwei Arbeiter, 26 und 29 Jahre alt, sind gestern auf der Baustelle zum Vira-Grundzentrum schwer verletzt worden. Der Arbeitsunfall ereignete sich gegen 15.40 Uhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich die beiden Arbeiter in ca. 6 Metern Höhe auf dem Bauwerk und waren mit der Verlegung von Deckenfertigteilen befasst, als plötzlich Teile der bereits verlegten Decke unter ihnen einbrachen. Beide Arbeiter stürzten ab. Einer wurde unter Beton eingeklemmt. Die Feuerwehr Streisa rückte mit 18 Mann aus, um den Mann zu befreien. Außerdem sperrten sie Straße ab dem neuen Kreisel bzw. dem Bahnhof. Ein Rettungshubschrauber der Bundespolizei nahm gegen 16.30 Uhr den kopfverletzten Mann auf und flog ihn in eine Klinik nach Kassel. Der zweite Verletzte wurde ins Asklepios Klinikum Ziegenhain gebracht. Wie es beiden geht, wurde gestern nicht bekannt.